Ja, dann wünsche ich ein herzliches Willkommen zurück zu Dying Light 2. Auf Umwegen haben wir es endlich geschafft. Ja, eine Odyssee durch die Landstriche. Aber wir stehen jetzt vor einer Stahlmauer. Dave kennt sich aus. Ich kenne mich aus. So nah war ich tatsächlich noch nie. Wachtürme sind akkurat, ja. Akkurat. Ich warte nur noch auf das Maschinengewehrfeuer. Ja. Sollen wir rein? Wir gehen rein. Rein mit dem Bums hier. Lawan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. Lawan? Major Matt, hier ist Aiden. Aiden, gut, Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne, wie. Nicht über Funk. Kommen Sie zum Schiff. Zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Oh, was? Oh, was war? Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey! Komm nicht näher! Was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Was zum Henker ist hier passiert? Deswegen waren wir dort? Deswegen waren wir dort. Und wir wurden jetzt wieder zurückgebracht, anscheinend. Wow. In Muddy Crowns. Das wäre ja unnötig. Hauptquartier der Peacekeeper. Ah, okay. Ich gehe zu der Windmühle da drüben. Ah ja, passendes genau. Bild. Ich wusste gar nicht, dass du auch Fotograf oder hier Model bist. Ja, bin ich. Das sieht halt genauso aus wie du. Nee, das ist Dirk Bach. Ach so. Den Bart habe ich noch nie gesehen. Das, was du da fabrizierst, ist doch keine Zeit. Wollt ihr Dirk Bauch, wenn ich den so sehe? Du kritzelst einfach alles voll. Wow. Und nennst dich Journalist. Für Geschichten über diesen Pilger namens Aiden bin ich bereit, leckeres Essen herzugeben. What? Oder für Tipps, wie er wirklich aussieht. Ich brauche Augenzeugenberichte. Aber, naja, weniger zuverlässige sind mir auch recht. Irgendwie muss ich die Abendausgabe ja füllen. Ich habe erlebt, wie er einen Flüchter erledigte mit seinem Mund. Ja, klar. So nötig habe ich es auch wieder nicht. Noch jemand? Ich hätte da eine Story für dich. Wie viel weißt du über Hemmstoffe? Ich kenne die Gerüchte. Über menschliche Kräfte, geschärfte Sinne. Aber wenn sie wirklich so gut sind, warum werden sie da nicht an alle verteilt? Weil 95% der Leute, die sie nehmen, sterben. Ach, das ist doch Unfug. Meine Frau ist nach ihrer Einnahme jämmerlich krepiert. Gute Lektion in Demo. Sieht sie gemütlich am Feuer. Komm schon, das ist das nicht. Nix da. So. So interessant. Sieht Aiden aus. Ah, erst mal setzen. Ah. Schön. Ach so, oh. Was, es hieß doch gerade, dass du jemanden mit dem Mund erledigt hast. Also. Ah, aber bist du? Oh, schnell weg. Hilfe, wo muss ich hin? Windmühle, da wollte ich doch hin.
Es artet hier noch aus, ey. Oh, das sind noch einige. Guck mal, da hinten ist noch eine Windmühle. Da können wir doch gleich auch noch hin. Nein! Doch. Ist irgendwas lila. Wir das haben. Wieso komme ich da nicht hin? Ach so, jetzt verstehe ich. Verstehe. Wie du bist ja schon hier oben. Bist lange hier, steh schon 5 Minuten hier. Was ein Schwätzer bist du. Jetzt aber. Du hast jetzt nicht gehört. Das finde ich interessant. Wenn es dann doch da ist, kann man es ja auch nutzen. Hey. Geil. Aber es ist halt ja auch unbesetzt, weil es ist Niemandsland momentan. Ja. Wir müssen also die Kraftwerke oder irgendwie sowas finden. Damit es dann hier zu einem Gebiet wird. Der jeweiligen Fraktion. Ja, Fraktion. So, willst du noch zu einer anderen Windmühle? Wenn man schon mal da ist. Also da ganz hinten. Da ganz hinten. Da ist noch eine. Sehe ich ganz klein. Ich mache jetzt hier erstmal den gepflegten Doppelsprung. Drücke zweimal Leertaste, während du auf ein Hindernis zuläufst. Ja, mach doch mal jetzt. Warte mal, wie hat er das gemacht? Achso, okay. Warte, wo bist du? Immer noch oben. Nee, doch. Oh, das ist auch geil. Laufen sie an vertikalen Oberflächen hinauf. Ja, das ist auch geil. Das nehme ich mal. Das kommt nach dem Wandlauf halt, ne? Ja, klar. Finde ich gut. Nehme ich. Okay. Finde ich ja geil. Was denn? Das mit dem Doppelsprung. Mag ich sehr. Wo willst du denn jetzt hin? Ja, ne, zu der anderen Windmühle. Wo hast du die? Ist die irgendwo oder wo ist die? Weit weg. Also ja, nicht weit weg, über dem Fluss da hinten noch. Ah ja, ich sehe es, ja. Victory. Aber... Ja, kann ja, man, nö, aber nö. Ich würde jetzt zum Hauptquartier da, oder? Ja, genau. Hauptquest schon machen. Gut, ich fliege! Die müsste ich ja wieder aufladen, ne? Ja, ganz Sache. Geil. Das haben die schon super gemacht. Ja. Was hat er denn? Weißt du ganz genau, was ich habe? Basis hier. Eieieiei. Die Gasbuddel geht hin. Jo. Auf den anderen drauf. Sehr gut. Nice. Schrei nicht so rum, Mann. Aua. Also treffen kann ich mit Molly. Ja. Auf die Fresse. Ach, schon wieder. Na gut. Rein da. Ja, oh, hier gibt's einen Händler. Rein hier. Yes. Hallo, moin. Hallo, kann ich den Dropkick machen? Nein. Moin, Jungs. Hallo, ja, moin. Tschüss. Ach, gut. Oh, hier. Du willst es? Ja, noch nicht. Gehört dir. Oder? Doch. Erbsensuppe. Was haben wir Erbsensuppe. Blutung. Mhm. Mine. Seltener Entwurf. C4. Sprengpfeile. Muss man aufpassen mit den Dinger. Ja. Aber sind sehr effektiv halt.
Waffen reparieren? Nö, also da brauche ich noch gar nichts. Nee. Ich war da gerade auf der Frühjahr. Die anderen, der Händler ist noch drin. Danach habe ich keinen Hunger mehr. Klar. Halt! Biomarker! Hier. Meld dich bei Meier im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Ich finde es halt geil, der heißt Bart, der andere will so einen bei Meier melden. Das ist für deutsche Namen. Danke. Das ist alles. Melde dich beim Meier. Und dann geht's zum Hans. Er gibt den Arzt den schicken Flammenwerfer. Das ist. Okay. Alter, das ist aber schon echt. Also. Holy shit, die BKs, ey. Leichte Rust-Vibes. Ja gut, da kannst du eher da ein Wort sagen. Hoffentlich haben wir... Aber mal ins Wort fallen. Zentrale. Dort. Alter, hat der Augenringe. Ja. Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los, los, los. Die haben schon zwei unserer Lager angegriffen. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen. Wenn nötig, intervenieren wir. Wenn ihr eingreifen könnt, warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab. Pass auf, was du sagst, Zivi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Bist du auf Arbeitssuche? Das ist ein Knast. Das ist ein Knast. Achso. Oh, da ist der Händler. Hier gibt's das Beste. Nee, die hat nichts für mich. Einzigartige zweihändige Axt. 109 Schaden. Aber... Der Laden unten ist Alter Schwede. Rockerjacke, Adelfakt. Ich fühle mich schon als Bruststück. Raufbold. Ist eigentlich genau das, was ich bräuchte? Ja, Rockerjacke habe ich auch, ja. Aber es ist leider nicht 4.900. So... 4.900. Ja, ist nicht... Nee. Sag ja. Allen, dass wir ist halt wieder Einhand, ne? Ja, ja, klar. Wo ist hier unten noch irgendwas? Nee. Ich dachte früher, dass es nichts Schlimmeres als Ah, du. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin. Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Das ist richtig. Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist schnell! Passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße! Alter, sieht gar nicht gut aus. Retten Sie ihn! Hört Sie! Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten!
Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Hoffe lieber, dass Aether überlebt. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Wieso heißt er so? Hatte der mal einen dicken Furunkel, der irgendwie voller Aether war? Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es ist ein Nebenquest, ne? Aether. Ja. Können wir mal hingehen und ein bisschen mit ihm quatschen? Was ist denn hier überhaupt los? Ich glaube, der hat ganz andere Sorgen gerade, als mit dir zu reden. Nein, hat er nämlich nicht. Ja, verblutet. Wir können nur Kaffee trinken und so. Oh, ach was. Ah, das ist auch geil. Das sind nicht dieselben Dialoge, die ich höre im Spiel? Ja, manchmal schon, ja. Das heißt so. Nicht, also, der eine sagte eben, Alter, Aether sieht aus wie ein Haufen Hackfleisch. Nee, das habe ich gar nicht gehört, nee. Sehr gut. Geil. Alter, was für ein Riesenschiff, ey, what the fuck. Die wissen, wie sie leben, ey. Hast du gehört, was beim Bazar passiert ist? Aber es ist halt echt nicht Chaos blöd. Und Gewalt. Kommt keine Zombies drauf. Das stimmt. Na gut. Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark, aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet, da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Das stimmt. Ja. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aether unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Ich habe es Colwood Island verstanden. Ja, dann hätte ich ausgemacht. Alter. Das war dann jetzt echt schwierig. Dann hätte ich ausgemacht, also wenn das wirklich so gewesen hätte. Weißt du, ich sitze hier so, ich lehne mich gerade zurück, ist ja gerade eine schöne Sequenz, so irgendwie, dauert ja ein bisschen. Ja, ich mache mir nebenbei eine Beefy auf und beiß einmal kurz ab hier und dann, Alter, was? Da muss ich immer aufhören zu kauen und immer hingucken. Habe ich mich jetzt verhört oder was steht da? Das sind so Momente, da hättest du mal doch die Kamera angehabt, ey. Ja, wirklich. Das hätte ich zu gern gesehen, ey. Ärzte sind die wahren Helden. Waren sie schon immer. Covid Island. Ja, dann hätte ich ausgemacht, wenn das wirklich so gewesen hätte. Covid Island. Ach du Scheiße, ey. Na gut, dann würde ich sagen, wählen wir die Quest aus und dann werden wir erstmal Aether. Ja, wenn du da durchgehst, da kommst du zu Obama übrigens. Da wohnen nämlich die... Ach du Scheiße. Jetzt will ich wirklich, dass die Insel so heißt, ey. Du Scheiße. Oh, so viele Easter Eggs. Ja, genau. Hat so ein bisschen... bisschen was von deutscher Propaganda, oder? Ja, schon. Damals. Schon so ein bisschen. Wenn ich das so sehe. Schwierig. Oder eine Werbung von Bauhaus. Ja, die finde ich Hammer. Wow. Na gut.
So, wählen wir die Quest an hier für Aiden. Aido. Aiden Aido. Aiden Aido, der ist aber auch irgendwie, ne? Ganz schwierig. Ja, wirklich. Das hier, willkommen an Bord? Ne, wie heißen die? Ja. Ultimative Waffe? Ne, dickes Ding. Da, Aether. Ich finde auch das Menü, das sehe ich jetzt gerade erst. Ach, schon wieder. Aether sieht aus wie ein Haufen Hackfleisch. Ich finde das Menü halt hier geil. Hot Potato. Potato. Other Ask. Und auch ja, Kartoffelmus ist, dann auch noch irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr, Hast du gehört, was beim Bazar passiert ist? Individuell. Chaos und Gewalt. Ach, hier ist doch Hot Potato. Was passiert, wenn es keine Gesetze gibt? Red on the Stick. Mm. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, geil. Rate am Spieß. Würde ich essen. Weiß ich nicht. Und sie sagt Landratten. Schnell weg. Rat, die grillen uns. Das ist ja wohl... Nee, nee. Kann doch sowas nicht sagen hier. Ja. Oh. Oh, ja, moin. Wird mich stinken, wenn ihr hier seid. Ja. Auf jeden Fall. Mit diese Death Race Maske ab. Mhm. Wo ist denn hier Margaret? Margaret? Muss sie hier irgendwo sein? Die ist 500 Meter weg. Die Margaret? Ja, die ist in der Nähe von dieser anderen Mühle da. Wir sind. Geh mal down. Ja, ach so. Gehen wir hin, oder? Ja, gehen wir hin, na klar. Na klar! Na klar! Margaret. Aber ich glaube, ich möchte oben lang laufen. Oh, hier ist ein Quest. Das ist ein Questgeber. Wie? Was? Wo? Beide. Da unten. Bis heute dachte ich, dass unsere Chancen gegen Abtrünnige gut stehen. Aber also, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Dir. Er springt runter. Nein, nein, ich halte mich mit meinem Auge am Nagel fest. Stell ich mir ein bisschen schwierig vor. Ach so, Genickbruch. Das sehe ich gerade. Willst du auch nicht die Quest hier annehmen? Doch, doch, gleich, sofort. Hier hocken noch zwei, drei Leute. So. Du bist einfach nur so. Das wirkt einfach so. Keine Ahnung, was das für eine Quest ist, aber wir nehmen alles an. Wir machen ja, die klar. Noch zu Ende. Ja, was ist los? Ich bin Hugh. Und du bist der Pilger, der den Strom eingeschaltet hat, richtig? Das macht ja schnell die Runde. Und es heißt, du hilfst Menschen. Manchmal. Hast du mich deshalb gerufen? Ich brauche Hilfe. Mein Kind ist vor einiger Zeit zum Wasserturm gegangen und nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen. Wie lange ist er schon weg? Schon etwa 6 Stunden. Das ist lang. Normalerweise würde ich mir keine Sorgen machen. Er ist so ein kräftiger Junge. Stark wie ein Ochse. Aber er ist schon so lange fort. Wie alt ist dein Sohn? Spielt das eine Rolle? Ich will einfach nur mein Kind zurück. Ich würde mich ja selbst drum kümmern, aber zu Hause warten 3 kleine Kinder auf mich. Ich kann sie nicht ohne Aufsicht lassen. Okay, ich suche ihn für dich. Hier ist es nicht sicher. Treffen wir uns bei mir, sobald du ihn gefunden hast. Unten bei der Lower Dam Promenade. Schreit er denn so? Ich weiß auch nicht. Er spielt sehr emotional. Ja, also, das mag ich ja auch ein bisschen. Das ja. Muss ein bisschen Drama da sein. Das stimmt. Und gerade in so einer Welt, na, ich weiß ja nur auch nicht, was ich machen würde. Also, wirklich, was würdest du machen in so einer Situation? Draußen Chaos, Apokalypse, Zombies überall. Was machst du? Bleibt nicht viel. Also, erst mal zu Penny. Ja, na, ich glaube, du hast da ganz andere Sorgen als das. Erstmal den Beefy kaufen, ey. Also ich wüsste halt wirklich nicht, was ich machen würde. Oh, hier drum, hier oben.
Das ist Unterschlupf. Ja, da bin ich aber gerne hin. Wo ist Unterschlupf? Da oben. Ja. Ja, oben, ja. Hm. Hm. Kommen wir denn da jetzt am besten hin? Scheiße. Oh, ja, so geht's. Kopierung ist Gebäude frei. Aha. Schon wieder gut los. Ich bin gerade auf einer Etage und das ist hier ziemlich krass gerade. Ja, viel los. Hin oder nicht? Ja, doch. Warum mach ich eigentlich den Bums hier? Du hast wohl heute einen Todeswunsch. Was ausscheiden. Ah, so, okay, hier ist jetzt das hier Ruhe. Was denn? Ja, der Turm ist kompliziert, weil du musst hier die Stangen ein- und ausschalten. Okay. Ich cleare kurz diese Etage. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Lol. Hey, wie soll ich denn? Wieder mal kompliziert. Ja, scheiße, egal. Mach's mal wieder komplizierter, als es ist. Wahrscheinlich. Weil du kannst die Dinger ein- und ausschalten, die nach oben und unten gehen. Ich hab gestoppt, dann kann ich sie auch machen. Jetzt frag nicht. Kann ich dich hierher transportieren? Ich hab noch zu tun hier ein bisschen. Schlecht. Was? Schlecht. Wieso? Weil ich das aktiviere, wirst du hierher teleportiert. Ach so, ja, das ist schlecht. Und schlecht ist, dass mir schlecht wird. Das ist hoch oben. Es ist sehr hoch. Also, ich stehe hier und kann bis nach Beppen Süd gucken. Okay, warte, ich komm hoch. Ja. Wie gesagt, ich kann ja auch teleportieren. Nö, ich komm hoch. Sind Skills. Ja gut, portiere mich einfach. Portieren. Soll ich importieren oder exportieren? Importieren. Ich mach den gleich impotent. Diese Gürtel im BK. Mal was Gutes gemacht für die Jungs. Ja. Ach so, stimmt. Die haben ja eine ganze Einsatzbasis hier wieder hingebaut. Ich vergaß. Das ist aber auch echt übertrieben. Ja. Oh, hier ist ein Händler. Deine
Oh, na gut, der hat jetzt nicht so viel. Es war auch für mich ein der Händler? Ja, Händler. Hat nichts für mich. Nutze die Vorteile der PK-Nachschubwege. Ein Proletarier. Artefaktstock, Stufe 4. Aber nur 75 Schaden. Nur. Ist das überhaupt möglich? Hast du eine Ahnung? Okay, das sieht doch gut aus hier. Ja, würde ich auch sagen. Meine Großmutter hat Kastanien. Dann zur Mission. 360 Meter. Genau, und da ist er dann auch wieder Windrad. Na gut. Wir haben noch 5 Stunden, sollte reichen. Ja, das passt doch. Jetzt überfallen die verdammten Abtrünnigen auch die Kantine. Ich renn schon mal hin. Du brauchst ja immer noch ein bisschen. Scheiße. Hemmstoffbehälter. Von Ross Rückzug von der Insel. Ich hoffe, Matt weiß, was er tut. Da hinten fliegt er. Auf die Fresse. Alles verseucht. Holy shit. Ich bin hinter dir. Gar nicht mal. Doch. Ach da. Ja, gut. Alter, oh. Hab ich das nicht erschrocken? Oh, das tut mir ich leid. Ich hab nur am rechten Bildschirm habe ich noch irgendwas gerade gesehen. Und ich dachte schon, scheiß Zombie, da mich überfallen will. Oh, Alter. Oh, hier. Und hier ist einiges los, sehe ich gerade. Ja, hier bilden sich Grüppchen. Dann machen wir mal Plan B. Das ist wie geil. Einmal ein Kick, das ist wie Bowling. What? Sprengpfeile sind halt schon anders wild. Wow. Also Sprengpfeile. Acer. Machen halt schon Bock. Alter. Hier da hinten ist eine Menge. Ja. Ah, das ist schon schön. Oh, ist das so ein Konvoi ist das? Ja, stimmt. Deswegen sind hier so viel. Alter. Ah, oh, ja. Die sind scheiße teuer, sind die. Zum Herstellen. Ja, das glaube ich. Aber die machen halt ultra Bock. Deswegen, ich freue mich schon, wenn die Waffen um die kommen. Hoffentlich gibt es irgendwie so einen Granatwerfer oder sowas. Ja. Ja, aber wirklich. Nehmen die jetzt eine, Achtung. Nicht mehr. Unten bleiben. Ich habe nichts gesehen. Nimm alles, was du willst. Alter. Okay, wenn ich den Bums jetzt hier aufmache, geht's los. Ja. Ich bin bereit. Ja, Dietrich wird angesetzt. Es wird gefummelt. Es ist offen. Oh. Schön. Mhm.
Also, ich gehe dann nach oben. Noch keine Energie? Ja. Schön. Wie jetzt? Ich höre es nur dumpf aufschlagen. Das finde ich aber jetzt ernüchternd. Ja, das war nicht viel hier. Nö. Na gut, dann mache ich das Polizeiauto hier auf. Eine Leiterplatte drin. Ja, okay. Ja, gut. Ja, dann. Ja. Gut. Dann nicht. Auf jeden Fall looten kann man ja ganz gut. Ja, ist halt, ne, das neue Gebiet. Gibt aber ordentlich Sachen hier. Mhm. Ja, ich meine, was ich da schon gesehen habe, so, Moment, ich muss ganz kurz knacken. Ui, die trieche ich kaputt. Weil ich ja gesehen habe, so, du musst Stufe 9 erreichen oder irgendwie sowas und alle Skills haben. Um dann Legenden-Skills freizuschalten oder irgendwie sowas. What the fuck? Ja. Wir sind erstmal bei der Hälfte. Ja, noch nicht mal. Oh, schön. Oh ja, ich zieh schon. Alle gegen die Stacheln. Das findet meine einer gut. Ja, ich mag es zu looten. So, aber hier gibt es irgendwo einen Impfstoffbehälter. Ja. Gar nicht mal so unweit entfernt. Oh, hier ist wieder einer, der wahrscheinlich... Ah, ja, okay, da können sie. Wie ist da drin, die eigentlich nachts da sind? Verstehe schon. Immer noch Konvoi. Ja, das musst du dir mal angucken. Also das verstehe ich nicht wirklich. Wo denn? Was denn? Ja, kommen Sie mal mit. Ja. Impfstoff, ne? Ja. Oh, 5 bis 6. Also 10 Meter. Näher kann ich nicht. Was mehr kannst du nicht? Ja, näher kann ich nicht, sondern im Stückbehälter. Ich weiß nicht, wo der ist. Hm. Wenn ich in die Richtung gehe, 10 Meter. Wenn ich hier in die Richtung gehe, wird es wieder 10 Meter. Okay, merkwürdig. Also unterhalb oder wo ist der? Ach, du Scheiße.
Ich habe ihn gefunden. Unter Wasser. Unter Wasser? Ja, hier. Wo ich bin. Das ist aber auch neu. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Aber gut, da wir schwimmen können und tauchen können, soll uns das ja überhaupt nicht stören. Ja, aber es ist interessant, mal eine kleine Abwechslung zu haben jetzt gerade. Ja, das stimmt. Und der Wasser war tatsächlich echt noch nichts. Aber Stufe 5 bis 6 brauchen wir hier. In dem Gebiet. Ja, easy. Geh ich mal ganz schnell wieder raus. Warum? Das schaffen wir doch bisher ganz gut. Ja, aber Dani, bist du da hin? Oh, dann abdrücken in dieses Gebiet. Eieiei, wir müssen ja eigentlich gar nicht hin. Ist doch egal. Hey, ich will ja endlich meinen verdammten verschissenen Haken haben. Ich bin nach oben geflogen übrigens. Bist du ein richtiger Überflieger? Das stimmt. Weil hier gibt es ein bisschen Loot hier oben. Na klar. Achso, na klar. Und hier ist ja gleich das Gebiet, wo man Unterschlupf aufmachen kann. Ja. Nightrunner Versteck. Okay, was wollte ich jetzt? Karten zu zwei Hand. Schadenwiderstand Nacht. Hemmstoff. Was hast du genommen? Hast du schon was genommen? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, ich gehe auf Gesundheit. Wieder. Ja, es ist immer so Gesundheit, Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer. Ja, ja, so ziemlich. Das war immer so blöd. Was habe ich denn jetzt freigeschalten? Das war denn, ne? Oh, oi, oi, ja. Pfeil und Bogen, also Kampfpunkte, wenn das mal soweit ist, ne? Feuerstoß. Ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Pfeile oder Wurfmesser gleichzeitig abzufeuern. Ach, was? Halten Sie die linke Maustaste für Pfeile oder mittlere Maustaste für Wurfmesser gedrückt, um den Schuss zu laden. Markieren Sie dann bis zu 3 Ziele und lassen Sie zum Schießen los. Okay. Das ist krass. Also gedrückt halten, markieren, loslassen. Das ist ja mies geil. I like it. Ach, da ist er ja. Ah ja. Ich sehe schon. Ah, es ist so wunderschön. Jetzt kommt es aber. Oh. Ja. Schön. Die Geräusche sind schon echt krass, ne? Ja, also wenn ich sowas nachts hören würde, weiß ich nicht. Ja. Es ist. Ich hab ein bisschen Schiss bekommen. Wo müssen wir denn hin? Ach, darüber. Markus. Ja. 160 Meter. Ja, da kriegen wir hin. Oh. Noch ein Schritt. Gleich vom.
Das ging ja fix. Ja. Oh, kurz raus hier. Ja, hat einer fahren lassen. Ey. Kommt wieder hoch, so wie das. Da ist eine. Hallo, komm her. Ja, komm. Ja, ja. Hui. Ja, das hat sich ja nicht gelohnt. Nee. Also es waren gewöhnliche Schuhe drin für mich. Ah, okay. Naja, gut. Schlüsselklinge selten. Naja, gut. Ja. Frech. Ach, da drüben was Wasser müssen wir erst. Okay. Ja, lass ein bisschen hier so spielen. Oh, wow. Ach so. Ja, nö. Nee. Tschüss, Loser. Ich muss erst mal suchen, wo er war. Er war so plötzlich weg. Ja, nun. Richtig inkognito. So, Margret. Margret! Klingt so wie Eckhardt und Werner. Das ist ein Notfall. Ist da jemand? Wer ist da? Da ist ein Mann, der dringend einen Heiler braucht. Sie schläft. Wann wacht sie auf? Das ist ein Notfall. Margaret muss sich ausruhen. Sie verausgabt sich völlig wegen dieser verdammten Abtrünnigen. Okay, verstehe. Aber das hier ist wirklich ein Notfall. Bitte weck sie. Ein Menschenleben ist in Gefahr. Das hoffe ich auch. Wenn ich nämlich herausfinde, dass er nur einen Kater hat, ich werde sie wecken. Du musst aber trotzdem warten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer hat dir gesagt, wie du uns finden kannst? Der Peacekeeper. Dann bist du zur falschen Heilerin gekommen. Raus hier. Hat euer Haufen ihr nicht schon genug angetan? Haben wir Besuch, Gerard? Ich bin gleich da. Es ist ein Peacekeeper. Ja, wir sind ja keiner. Nee, das stimmt. Wir sind neutral, ne, aktuell. Wir mögen sie halt nur ein bisschen mehr. Richtig. Ich bin kein Peacekeeper. Ich versuche nur, einem zu helfen. Das ist für mich dasselbe. Lass ihn rein, Gerard. Hm. Regierung hat das Sagen. Ich bin nur ein Bote. Ein Arzt schickt mich. Er ist Steven. Ärzte hassen Volksheiler heutzutage wie die Pest. Es würde seinem Ruf schaden, wenn er Volksmedizin einsetzen würde. Das hat es bereits. Er hat mich gegen den Wunsch der Familie des Verletzten hergeschickt. Und wer ist derjenige, der im Sterben liegt? Sein Name ist Aether, ein hochrangiger Offizier. Margaret, tu's nicht. Wenn irgendwas schief geht, macht man dich wieder verantwortlich. Aber wenn alles gut geht, ist das vielleicht eine Chance, um mehr Menschen helfen zu können. Alter. Ist sie blind? Anscheinend. Okay. Wow. Die sind ja immer die krassesten irgendwie. Ja. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Ich habe nicht die nötigen Kräuter hier, aber ich kann dir sagen, wo du sie findest. Du brauchst eine Blume, die wir Einsiedler nennen. Sie gedeiht in Erde, die von Giftabfall durchtränkt ist. Du wirst sie nur nachts sicher pflücken können. Oh nein. Wenn ihre Blütenblätter leuchten. Aber es reicht nicht, sie einfach alle nur so zu pflücken. Nur die kleinen Blütenblätter haben eine heilende Wirkung. Hüte dich jedoch vor den großen. Sie enthalten ein tödliches Gift. Kannst du dir das merken?
Kleine Blütenblätter heilen, die großen vergiften. Das kann ich mir merken. Ich schwöre dir, das werden wir bereuen. Wir auch. Ja, weil es nachts ist. Ja, genau. Luan, ich brauche deine Hilfe. Na klar. Was geht's? Ich suche nach einem Kraut. Es wird der Einsiedler genannt. Ah, ja. Hab davon gehört. Ich glaube, diese komischen Blumen wachsen am Kanal, nördlich von der Old Saints Bridge. Dort würde ich mal nachsehen. Gute Idee. Eine Fliege saß nicht richtig. Und ich würde ja, war auch noch eine Mücke bei dir. Ja. Danke. Ciao. Ciao. Ciao, Kakao. So, siehst du. Ja, dann müssen wir nachts hin, würde ich sagen. Wir müssen also nachts 3 Bier kaufen. Okay. Ja, genau. Einsiedler, weißt du. Was wollen die noch haben? Haseröder? Gießwasser. Umgangssprachlich Hasentöter. Das sagt man so hier bei uns. Oh, Scheiße. Hä? Okay. Alarm. Fliegeralarm. Weil es 19 Uhr ist. Ach so, naja, gut. Ja, perfekter Zeitpunkt, eigentlich hier eine Pause zu machen und dann nachts. Ja, gleich auf die Jagd zu gehen, ne? Jagd nach Blumen. Ja, genau. Gut, dann machen wir das. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und tschüss.